Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kochen und Grillen mit dem Weber Grill Q1200. Ich will heute mal einen Kaiserschmarrn probieren. Habe ich noch nie gemacht, aber das soll ja wohl ganz einfach sein. Hier hinten steht drauf, man braucht für diese Mischung ein Ei und 175 Milliliter Milch und dann soll man das alles mischen. Und dann kommt das in die Pfanne. Ich probiere das mal wieder aus mit meiner Multipfanne. Und dann gucken wir mal. Wir haben nämlich auch noch ein kaputtes Ei. Das können wir dafür ganz gut benutzen. Hier habe ich mir einen Rühreimer hingestellt, wo ich das gleich drin anrühren werde. Und von zu Hause habe ich noch mitgebracht. Hier ist Kirschmarmelade, die nicht richtig dick geworden ist, nicht richtig geliert. Und die ist ein bisschen dünnflüssig. Die machen wir darüber, wenn das denn gelingen sollte. So, ich mache das jetzt erstmal alles, bereite das vor und dann melde ich mich wieder. Das Ei habe ich hier reingeschmissen, sieht man nicht, und das soll man ja jetzt erstmal cremig verrühren, sofern das überhaupt cremig geht. Sehr gut, also das ist schon mal gelungen, so schwer war das nicht. Und jetzt schneiden wir die Tüte auf und geben das dann nach und nach rein. Huch, guck mal, das gibt wieder Ärger, weil ich hier wieder die Tischdecke versaut habe. So, und jetzt machen wir erstmal ein bisschen rein. So, zack, zack, zack. Und rühren und rühren. Bis wir eine richtig schöne Masse haben. Und dann melde ich mich wieder. So. Das ist ein schöner Teig geworden, denke ich mal so. Dann habe ich jetzt die Pfanne mit ein bisschen Rapsöl und ein bisschen Butter bei mittlerer Hitze und da gieße ich das jetzt einfach rein. Und dann warten wir mal 5 Minuten, ob das ein bisschen braun wird. Und dann gucken wir mal, ob man Kaiserschmarrn auf dem Grill machen kann. Ich gieße das da einfach mal rein. Oh, jetzt kommen die ganzen Rosinen hier, die müssen wir ein bisschen verteilen. Überall ein paar. Och, da sind ja noch mehr drin. Das ist ja richtig ein Haufen. So, und das lassen wir jetzt erstmal so 5 Minuten vor sich hin schmoren, kochen, grillen, backen. So, dann wollen wir mal schauen. Temperatur ist jetzt bei 120 Grad. Ich glaube, ich habe den Pfannkuchen da jetzt, den Kaiserschmarrn, 6-7 Minuten drin. Ui, der sieht ja schon fluffig aus und so. Und dann gucken wir mal nach unten. Oh ja, das sieht gut aus. So, und jetzt steht in der Bedienungsanleitung, teilen, vierteln. Machen wir das mal. Und dann... Schade, ich hätte ihn ja gerne im Ganzen umgedreht, aber das schaffe ich nicht. So, dann machen wir das. Er wird ja nachher sowieso zerrissen. So. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Da geht das mit dem Löffel sogar besser. So, und vielleicht muss ich noch ein bisschen Butter nachmachen. So, jetzt gucken wir mal, wie so ein Teil aussieht von unten. Oh, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. So, die Butter habe ich aber schon weggebracht. Das heißt, ich muss jetzt gleich nochmal loslaufen, die Butter holen und dann kommt dann nochmal ein Schlag Butter rein. Oh, sieht ja schon lecker aus. Und die Temperatur nehme ich ein bisschen runter. So, ich hole jetzt die Butter, schmeiße die da noch rein und wenn er fertig ist, melde ich mich wieder. So, ich hatte natürlich noch mal ein bisschen Butter nachgemacht und dann wollen wir mal gucken. Ja, er schwimmt schön in Butter. Und jetzt mal von unten. Hier ist er nicht so braun, aber ich denke mal, das ist gut. Und jetzt habe ich mir noch einen zweiten Löffel besorgt. Wir werden die jetzt mal zerschneiden. Ein bisschen fluffig sollen die auch noch sein. Die sollen ja nicht so ganz trocken sein. Und dann haben wir leckeren Kaiserschmarrn. Und das gibt es heute. Statt Kaffee und Kuchen gibt es einfach mal
Kaiserschmarrn. Weißt du was, den muss man vielleicht gar nicht noch mal zusätzlich ein bisschen braten. Das sieht ja schon so ganz gut aus. Den rühren wir noch ein paar Mal um. Und dann mache ich einfach meine Kirschen dazu. Und dann ist gut. Ich werde mal ein ganz kleines Stück probieren hier. Der ist fluffig. Der darf gar nicht länger. Ich hole mal meine Kirschen. So. Und wie man sieht, das sollte ja Marmelade werden. Es ist sehr dünnflüssig geworden. Aber hierfür langt das. Den Grill machen wir mal aus. Und dann legen wir schön die Kirschen darüber. Oh, jetzt noch ein bisschen Vanilleeis. So. Das soll es gewesen sein. Das werde ich jetzt mal servieren.